Wachturmlügen, Aufklärung Nummer 410. Jehovas Zeugen kennen ihre Mordopfer nicht. Nur so geht organisierter Serienmord. Stell dir vor, du sitzt im Restaurant und der Kellner bringt dir die Vorsuppe, von der er weiß, dass sie vergiftet ist. Wenn der Kellner dich persönlich kennen würde, hätte er es sehr schwer, die vergiftete Suppe auf den Tisch zu stellen und dir einen guten Appetit zu wünschen. Mit diesem Bild sind wir schon mitten im Thema. Der Kellner ist ein Auftragskiller und der organisierte Mord, den er auszuführen hat, wurde von irgendwelchen Hintermännern geplant. Dem Kellner wurde gesagt, dass es unbedingt notwendig sei, diese vergiftete Suppe zu servieren. Damit würde er sein Leben retten und in der Kellnerhierarchie aufsteigen. Ganz genau so bekommen Jehovas Zeugen eingetrichtert, dass es unbedingt notwendig sei, im medizinischen Notfall Menschenblut abzulehnen. Auf diese Weise wird ein Zeuge Jehovas, der dieses Programm bei sich und seinen Verwandten durchzieht, zu einem Auftragskiller. Er handelt im guten Glauben an die Doktrin und führt den Mord aus, der von anderen Leuten geplant wurde. Das Ausmaß, in welchem der einzelne Zeuge Jehovas bewusst und die Tragweite kennend handelt, bleibt offen, sodass der einzelne Zeuge Jehovas mit höchster Sicherheit frei ausgeht. Dies befreit jedoch den Staat von der Aufgabe nicht, die Menschen vor einer solchen Organisation zu schützen. Als ich mich mit meinen Schildern zu den Zeugen Jehovas in Walldorf gesellte, begann die Zeugin Jehovas sofort zu lachen. Ich hob das Schild, auf dem der Todestag des 6-Jährigen vermerkt ist, hoch und sagte zu ihr: Ich hoffe, Sie lachen wenigstens nicht über den 6-Jährigen, der wegen ihrer Religion am 30.01.2018 sterben musste. Die Zeugin Jehovas erwiderte zufrieden: Den kenne man gar nicht. Nur so ist der organisierte Serienmord ohne unnötige Konflikte möglich. Man entwirft ein Szenario, das mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tod führt, bläut Menschen das Ganze als religiöse Pflicht ein und sorgt dafür, dass die dann anfallenden Mordopfer nur den wenigsten überhaupt persönlich bekannt sind. Und schon kann eine Serienmordbeihelferin ganz sorglos sagen: Denn kenne man gar nicht. Das medizinische Anwendungsverbot von Menschenblut im Notfall ist auch bei größter Unlogik nicht aus der Bibel abzuleiten, weil der Genuss von Menschenfleisch in der Bibel niemals stattgefunden hat. Wenn die Bibel nun ausschließlich von Tierblut spricht, weil Kannibalismus nie auf der biblischen Tagesordnung stand und steht, so kann das Menschenblutverbot der Wachturmgesellschaft mit der Bibel nicht erklärt werden. Es muss aber einen Grund geben für diese Menschenblutverbotsdoktrin, denn es gibt nie ein Verhalten ohne Grund. In Frage kommt für diese Wachturm-Kannibalismus-Klausel daher nur der Mord an möglichst vielen Menschen, die man zuvor zur Wachturmlehre verführt hat. Auffällig ist, dass der einzelne Zeuge Jehovas sehr schnell erkennt, dass die Menschenblutfrage durch die Bibel nicht begründet werden kann, da die Freigabe von Menschenfleisch fehlt. Doch sie alle sind in der Mordorg so sehr gefangen, dass 99 von 100 Zeugen den Gedanken sofort verwerfen und gute Miene zum mörderischen Spiel machen. Hauptsache, die Menschen wissen nichts darüber. Tatsächlich kennen die meisten Menschen die Bibel kein bisschen und wissen daher auch nicht, dass Jehovas Zeugen in Serie und organisiert morden. Zur Erklärung: In der Bibel gibt es Speisegebote, die den Blutgenuss ausschließen. Das Fleisch esst, das Blut schüttet weg. Das Menschenblutverbot der Zeugen Jehovas würde, wenn es biblisch sein wollte, eine ebenso klare Aussage benötigen, nämlich: Das Menschenfleisch esst, das Menschenblut schüttet weg.
Hier liegt der eindeutige Beweis, dass es den Erfindern des Menschenblutverbotes nicht darum ging, einen biblischen Grundsatz zu beachten, sondern die Erfinder des Menschenblutverbotes hatten anderes im Sinn. Dieses andere ist die praktisch beschriebene fleischliche Beseitigung einiger, die auf diese Religion hereingefallen sind. Der geistliche Tod ist das für Jehovas Zeugen geplante Schicksal. In der fleischlichen Beseitigung einiger Zeugen Jehovas durch die Menschenblutdoktrin brüstet sich die Wachturmgesellschaft vor ihrem wahren Gott. Sie legt eine Sammlung von Trophäen an. Durchschnittlich werden im Jahr weltweit 9000 Menschen auf diese Weise beseitigt und die Zeugen Jehovas, die Zeugin Jehovas sagt, denn kennen wir gar nicht. Besonders ekelerregend wird die Sache, wenn die Zeitungen bei ihrer Berichterstattung die Worte Zeugen Jehovas und Bluttransfusion verboten werden. Das erinnert an die vielen Verbrechen, bei denen nicht berichtet werden durfte und darf, dass die Täter Migranten und oder Moslems waren bzw. sind. Doch einige Zeitungen formulierten ihre Berichte über den Tod des 6-Jährigen aus Waldorf so, dass trotz des Verbotes der Worte Zeugen Jehovas und Bluttransfusion die Sachlage klar wurde. Der Freimaurerzeuge Jehovas behauptet heute noch steif und fest, dass der Junge aus Waldorf nicht verblutet sei, und viele Zeugen Jehovas sagen einfach, dass so etwas wie der Tod des 6-Jährigen auf der Meinungsfreiheit der Zeugen Jehovas beruhe. Während die einen große Blutpfützen fordern, damit der Begriff verbluten lassen überhaupt zuträfe, und andere die Serienmorde der Wachturmgesellschaft mit der Meinungsfreiheit begründen, die ihnen ja wohl selbstverständlich zustehen würde, sage ich, das Verbluten lassen der Zeugen Jehovas findet in vielen Formen statt. Dazu ist keine große Blutpfütze als Beweis notwendig. Es geht um die strikt verhinderte Hilfeleistung. Und weder Meinungsfreiheit noch Religionsfreiheit können Mord rechtfertigen. Heute sagte der Zeuge Jehovas in Waldorf ganz empört, Sie begehen ja Rufmord. Wir holen jetzt die Polizei. Ich fragte ihn, warum wohl bis heute die Wachturmgesellschaft, die sonst gegen jeden Pfurz rechtlich vorgeht, nichts gegen meine öffentlich vorgetragenen Vorwürfe des Serienmordes unternimmt. Es wäre eine geradezu lächerliche Kleinigkeit, mir diese Behauptung in allen Varianten verbieten zu lassen. Solche Vorwürfe könnten dann Millionenstrafen nach sich ziehen. Ja, wenn meine Vorwürfe falsch wären, dann wäre dieses Kapitel schon lange erledigt und vergessen. Aber die Wachturmgesellschaft weiß ganz genau, dass sie mit einer solchen Klage einen tragenden Stein aus ihrem Haus ziehen würde und die gesamte Sektenkonstruktion dann über ihr zusammenfallen würde. Ein weltweit bekanntes Gerichtsurteil, das den Serienmord durch das Menschenblutverbot feststellt, ist das ultimative Aus für die Handelsfirma Wachturmgesellschaft.